Und damit willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, weiter geht es hier auf unserer wunderschönen Insel Appleton. Immer noch kein Schnee und ja. Aber dafür haben wir eine Angel. Wir können jetzt angeln. Jo. Also mein Plan ist es, heute etwas wieder zu angeln, ein bisschen zu keschern. Also so nicht, denn ja, ich möchte langsam wirklich das Museum hier auf Appleton haben, weil... Museum gut, diese. Ah, ein Barsch. Ja, den haben wir schon. Gut, dann machen wir uns mal so ein bisschen an die Kescherei ran. Haha, gefangen. Idiot. Oh. Eine Wasserjungfer. Hat dich eine Jung... Hat dein Jungfernflug in meinen Kescher? Hat ein, dich dein Jungfernflug in meinen... Ja, bla bla bla, keine Ahnung. So, nee, ich brauch die Axt. Kann ich damit eigentlich auch? Ja. Cool. Mit der Axt kann ich... Also auch Steine kloppen. Ich dachte, das ging nur mit der Schaufel. Habe ich mich wohl geirrt. So, dann sammeln wir mal hier das Eisenerz und die Steine ein, weil dadurch können wir neue Sachen basteln. Und ja, ein bisschen Unkraut würde ich heute auch noch gern wegmachen, weil blöd diese. Oh, außerdem hat Tom Nook mir in der Morgenansprache eine Bastelanleitung geschenkt. Gucken wir mal, was das ist. Für so Eichelzeug. Cool. Also bauen können wir jetzt aktuell. Also den würde ich gern bauen, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen haariges Holz. Ich würde mal sagen, den bauen. Gut, gibt kein hartes Holz. Leider. Ah, da ist es. Drei Stück brauchen wir davon, glaube ich. Also würde ich mal sagen, sammeln wir mal ein. So. Ich gucke lieber nochmal nach, wie viel wir brauchen. Fünf sogar, okay. Fünf Hartholz. Oh, und dann gibt es wieder Nookmeilen. Das ist doch schön. Appleton in Sicht. Oh, das haben wir schon. Wo gibt's denn das, was ich brauche? So. Ja. 300 weitere Meilen. Sehr schön, sehr schön. Noch was? Nö. Aber dafür eine Wasserjungfer. Gut, ich würde sagen, dann hacken wir mal weiter hier. In der Hoffnung, dass unsere Axt nicht zerbricht, weil ja, die Wackelaxt, die hält bekanntermaßen hier nicht so viel aus. Also jetzt erstmal hier schön das Holz einsammeln. Oh. Wie viel haben wir jetzt? Ah, noch einer. Uns fehlt nur noch einer, das ist gut. Wisst ihr was, ich würde auch mal sagen, hier machen wir mal das ganze Unkraut weg, weil unsere Insel muss schöner werden. Ja. So. Es ist übrigens gerade Samstag, 15.23 Uhr. Nach der Animal Crossing Aufnahme werde ich erstmal hier direkt Mario Kart aufnehmen, weil gestern bin ich dazu leider nicht mehr gekommen. Aber, ja. Ha. Wir haben es. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Bist du der Stein, den wir verkloppt haben? Nö, das ist der Geldstein. Komm doch, Junge. Und OBS ist eingefroren. Oh, und meine Axt ist kaputt. Ja. Oh nein, du hast die gute Dienste geleistet, Wackelaxt. Okay, komm her, Kescher. Dafür habe ich ja was eingesammelt. Oh. Eine Kugelassel. Du hast es vermasselt. So, dann sammeln wir erstmal das Geld ein, weil... Gratis Geld. Gratis Geld ist gut. Oh, guck mal, wie reich wir sind. Junge, wir sind Millionäre. Gut, ich würde gerne noch einen Käfer sammeln. Oh, hallo Nadine, was geht? Echt sauber, dass du mir letztens verbal unter die Arme gegriffen hast. Mein Zelt steht jetzt keck. Aber... Weißt du, Maeve? Mit all den Nasen, die hier rumlaufen, ist die Insel alles andere als einsam. Och, Gänseblümchen. Ich nehme mich da außen vor. Bist doch der Coolste. Und jetzt lass uns gehörig rocken. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf darüber,
wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kam mir der Gedankenblitz. Eine knallharte Anleitung für eine DIY-Blätterchenscherm. Haha. Oh, danke. Danke für die Anleitung. Das ist nett. Was sticht einem hier auf der Insel stets ins Auge? Ganz klar. Das Unkraut, das hier so wuchert. Ja, darum kümmere ich mich. Der Anblick allein war die Inspiration für die knallharte Bastelprojekt. Musste ich nicht bedanken. Da mache ich trotzdem Danke. Unkraut ist das Material, das uns hier garantiert nichts ausmachen wird, schon mal so gesehen. Ausgehen wird, Entschuldigung. Oh, da hat sie wohl leider recht. Darum kümmere ich mich. Bisschen so. So, jetzt lernen wir auf jeden Fall mal die Bastelanleitung. Ich weiß jetzt, wie man ein Blätterchenscherm herstellt. Oh, das ist fein. So. Ja, das Unkraut wird Stück für Stück weggetragen. So, ich würde jetzt gerne noch was keschern oder so. Irgendwas so in die Richtung, damit es sich auch lohnt, zum Nook zu gehen. Hallo? Schmetterlinge oder so? Ne, den Vogel kann man da leider nicht keschern. Ich habe schon oft genug versucht. Oh. Haha, gefangen! Oh, ein Kohlweißling. Von dir lasse ich mich nicht verkohlen. Hahaha. Gut, dann weg damit und ich würde sagen, dass wir hier die Meilen einsammeln. So. So, wieder 300. Und hier. Bam. Gut, unser Haus ist auch bald schon abbezahlt. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Gut. Dann erstmal hier die Meilen aus dem Automaten ziehen. Grüß euch, Waschbär-Familie. Willkommen bei Nook-Portal Multifunktionsterminal. Ja. So, die Bonusmeile Tag 2. In Folge 80 Bonusmeilen. Ja. So, Service. Nook-Shopping, was gibt's da so Schickes? Magazin, Nintendo Switch, Das finde ich ganz schick. Das bestellen wir mal. So, und dann noch hier die Mario-Sachen. Die lassen wir mal. Die lassen wir mal. Beenden. Gut. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Oh, nix. Und wieder neue Nook-Meilen. Ach, das geht so schnell. Ich find's super. Weit. So. Das heißt, das alles ist in 0, nix abbezahlt. Wir gehen jetzt erstmal was bauen. So. Etwas herstellen. So. Dann bauen wir mal das hier. Dann müssen wir nicht immer hierher latschen, wenn wir was basteln wollen. Das können wir dann auch direkt bei uns vor der Haustür machen. So. Weitermachen. Aber wenn wir genug basteln, gibt es auch Nook-Meilen. Also, Vogelhaus bauen wir jetzt. Das ist auf jeden Fall eine schicke Idee. Ja. So, Vogelhaus, das bauen wir irgendwo draußen hin. So, weitermachen. Ah, und es fehlen Äste. Nee. Ja. Bauen wir mal. So. Waschbottich ist fertig. So. Hallo, Herr Nook. Es geht. Ah, Maeve. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Oh, wunderbar. Was hast du denn diesmal für mich? Den da. Herr Nook. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kohlweißling. Dürfte ich das Prachtexemplar auch mal an meinen Freund vom Museum zukommen lassen? Natürlich alles für besagten Freund vom Museum. Ja. Ach ja, erinnerst du dich an die Blumenprobe, die ich dir gegeben habe? Eins muss ich noch erwähnen. Die daraus sprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Aber wenn man sich jeden Tag gießt, kann man sie
Züchten und Kreuzungen zum Farben erhalten. Ja, danke, das interessiert mich aber nicht so genau. Du fragst dich, wie ich das mit dem Gießen anstellen soll? Mit der Gießkanne, für die ich dir gerade die Anleitung auf dein Nookphone geschickt habe? Oh, danke. Mein Buchhalter würde mir den Kopf schütteln, wenn sie wüssten, dass ich die Sachen verschenke. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen. Und auch hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Bitte bring mir noch weitere. Weiterhin deine Funde. Zum Wohl der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. So, ich habe da noch ein paar mehr. Ja, ja, was darf sein? Bla, bla, bla. Ja, ich habe ein Lebewesen. So. Oh, was für ein Fang. Der handelt sich um eine Wasserjungfrau. Dürfte ich dieses Prachtexemplar? Ja, darfst du. Vielen Dank, ich werde mich gut um deine Wasserjungfrau kümmern. Oh, Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Eugen, bist du das? Du rufst genau im richtigen Moment an, ja, ja. Wie es mit deinem Inselprojekt läuft? Mit meinem Inselprojekt läuft alles bestens. Danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Erpelten dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Bewohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Hm? Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. 5 ganz wunderbare Exemplare hätten wir schon zusammen. Ja, ja. Was, wirklich? Ja, ja. Das wäre ganz fantastisch. Oh, Verzeihung. Ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns alles weitere später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen, der ein Museum leitet. Er möchte auf unserer Insel umsiedeln und um die lokale Fauna zu erforschen. Möchtest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Maeve? Oh, wir können jetzt suchen. Da du schon so fleißig warst, für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden. Er braucht reichlich Platz. Die Fläche sollte etwas groß sein. Wie die von einem Zelt. Wie aufregend. Das ist ein großer Schritt für unsere Insel. Ja, ja. Oh, jetzt können wir entscheiden, wo das hinkommt. Alles klar. Ich hätte aber vorher nochmal hier... Lass das sein, was liegt an? Ja, ja, bla, bla. Okay, doch nicht. Alles klar, wir können Tomnook anscheinend keine Exemplare mehr spenden. Ja, ja. Ja, ja, wir sollen nicht zögern, nachzufragen, wenn wir es brauchen, aber... Aktuell brauchen wir noch nix. Gut, ich habe auch schon eine geeignete Stelle so ein bisschen im Blick. Hallo Heinz. Mir ist hier so in den Sinn gekommen. Nee, eher. Eher hier so. So. Hier errichten. Mal sehen, zeig mal her. Ja. Ja, alles okay. Gut. Bam. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Ja, also Eugen wird dann wahrscheinlich auch bald hier ein Museum errichten, wenn wir ihm genug spenden. Apropos Spenden, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Sachen sammeln, damit ich auch ein paar Sachen basteln kann. Dann mache ich auch Heinz und Nadine vielleicht ein kleines Geschenk, weil ich bin nett und so. Wie viel brauchen wir nochmal für die Wackelaxt? So, Bastelanleitung. Gut, 5 Stück, also brauchen wir noch 2. Dann können wir auch demnächst bald eine Gießkanne bauen. Aber ich würde mich erstmal ein bisschen um das Geld kümmern. Oh, Flaschenpost. Flaschenpost, öffnen. Tag auch, wer auch immer du bist. Mir kam die Hammeridee für einen Spiegel zum selber basteln. Dachte mir, vielleicht willst du auch mal bauen. Geht ratzfratz und spiegelnd. Es gäbe keinen Morgen. Ich hoffe einfach mal, dass er dir gefällt. Es geht ratzfatz und spiegelt. Es gäbe, als gäbe es keinen Morgen. Ja, okay. Jetzt ergibt der Sinn der Satz. Ja. So, erlernen. Ich weiß jetzt, wie man einen Holzspiegel herstellt. Schön für mich. Ja.
Gut, ich würde dann sagen, sammeln wir mal ein bisschen Muscheln und noch zwei Stöcke, damit wir wieder so ein bisschen in die Bauung gehen können. Hallo. So, dann reden wir auch noch mit Heinz, weil ich mag meine Bewohner. Also, die sind jetzt nicht Steven, aber wir sind schon ganz so töfte, die beiden. So. Heinz, was geht, my boy? Hallo, Schlepp. Heinz, bist du noch hier oben? Oh, warte kurz, Entschuldigung. So, Entschuldigung, ich musste wieder husten. Heinz, hallo. Zur Handel. Es will einfach keinen Fisch anbeißen. Ja, vielleicht, weil... Ja. Da hinten, Heinz. Weiß Bescheid. Oh, neue Nookmeilen. Haha. Soziales Tier. Yay, wir haben mit Leuten geredet. Sozial. Gut, dann gehen wir mal erstmal zu uns nach Hause und bauen da mal unser Basteltischchen auf vor's Zelt. So. Ich würde mal sagen, hier ist perfekt. So. Ha, jetzt können wir hier basteln. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Was brauchen wir dafür? Oh. Dann bauen wir mal eine Wackelachs. So. Bam. Genug fürs Erste. Gut, waschbottig. Das Vogelhaus würde ich gerne hier aufstellen. Geht noch ein bisschen ans Zelt ran. Dann schiebe ich mal den ein bisschen nach unten, damit wir hier einen besseren Durchgang haben. Ja. Das klingt doch nach einem Plan. Und jetzt wird verkauft, weil Geld. Ist gut. Ist gut, diese. Ja. Ach ja. Hallo, Nepp. Oh, Tom Nook. Oh, Maeve. Hast du eine Stelle gefunden, wo Eugen sein Zelt aufschlagen kann? Ja. Oh, auf dich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für seine Anreise bereit ist. Übrigens, Maeve, sammelst du auch fleißig Nookmeilen? Es besteht natürlich keine Eile, aber irgendwann wirst du die Umzugsgebühren abzahlen müssen. Ich berate dich gerne, wenn du Tipps brauchst zum Sammeln von Nookmeilen. Sprich mich jederzeit darauf an. Ja. Ich habe übrigens noch ein paar Insekten. Oh, was darf sein? Was liegt? Oh. Ja, alles gut. So. Nepp, willkommen. Ich will etwas verkaufen. So, ich habe hier einmal das, 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 das. Den verschenke ich. Das und das. Ach komm, scheiß drauf. Den kriegen wir auch so gut wie immer wieder. So. Oh, da ist ja einiges dabei. Ich rechne mal kurz durch. So, insgesamt bekommst du 3535 Sternis dafür. Einverstanden? Ja. Prima, danke. Wir öffnen nur erstens recht bald wieder. Ja, ich will auch mal gucken, was ihr so habt zurzeit. Ich will was kaufen. Was habt ihr so? Aktuelles Angebot. Oh, Campingkocher. Cool. Ach, kaufen wir mal. Ja, komm. Ich glaube, damit die einen eigenen Laden aufmachen, muss man genug kaufen. Also kaufe ich da mal so ein bisschen ein. Oh, haut rein, ne? Gut, den Campingkocher, den stelle ich dann auch schon mal gleich bei mir auf. Es geht, Schlepp. Schlepp. Hui, Maeve. Schön, dich zu sehen. Was machst du? Was macht das Inselleben? Ach, da fällt mir ein. Hast du schon Erfahrung mit Nook, dem Nook-Portal im Service-Center gemacht? Das ist absolute Pflicht. Man muss es bloß einmal am Tag nutzen, um tolle Nookmeilen zu sammeln. Und wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, gibt es sogar immer mehr Meilen auf einmal. Ja, das wissen wir schon. Ja. So, dann würde ich mal sagen, stellen wir mal bei uns für den Campingkocher hin. In unserem wunderschönen Zelt, das wunderbar eingerichtet ist. Nicht. Ach ja, so ein paar Möbel wären jetzt auf jeden Fall ganz schick. So, ich stelle den mal hier in die Ecke. So. Sortiere ich mal so ein bisschen.
So, aber wir machen den Campingkocher jetzt erstmal aus, weil ich will ja nicht, dass mir die Bude abfackelt, wenn ich Heinz ein Geschenk vorbeibringe. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so töfte. Nein. Gut, dann sammeln hier wir noch mal ein bisschen Unkraut. So. Ja. Heinz? Wo steckst du? Steht er da oben immer noch und angelt? Ja, krass. Ja. So. Ich gehe auch mal davon aus, dass Eugen dann im nächsten Part hier erscheinen wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So. Machen wir hier mal so ein bisschen Unkraut weg. So, ein bisschen hier. Ein bisschen die Insel verschönern. Ach, das wird schon was, wenn wir da hinten auch ran können und dann da auch alles wegmachen müssen. Ach, wird das Arbeit. Aber irgendwie freue ich mich. So. Dich will ich noch. Dich. Dich. Und auf zu Heinz. Hallo, Heinz. Diese Angsthasenfische wollen sich wohl vor einer Kraftmesse mit mir drücken. Katza! Okay, dann können wir ihm wohl nichts schenken. Ja gut, dann gibt's das. Kriegt Nadine eben das Geschenk. So, wo steckt sie? Hallo, wo bist du? Du warst doch vorher noch hier irgendwo unterwegs. Ah, da. Wie oft laufen wir uns denn heute noch über den Weg? Moment. Wo ist der die versteckte Kamera? Ah, Wiedersehen. Ich kann dir anscheinend nichts schenken. Ja, okay. Gut, dann machen wir noch mal ein bisschen Unkraut weg, weil... Warum denn nicht? Ist hier scheiße, so Unkraut. Kacke. Wir wollen eine schöne, zivilisierte Gesellschaft hier haben und kein Unkraut. So. So. Gut. Ich glaube, wir reden auch mal mit Tom Nook so ein bisschen. Weil, was sollen wir tun? Vielleicht gibt er uns ja endlich Anleitungen für eine Schaufel. Und so. Wäre auf jeden Fall vom Vorteil, wenn wir die hätten. So. Aber erstmal. Yo, ich will wieder was verticken, was geht. Ich will was verkaufen. Sehr gerne. So. So, Unkraut und Wäschebottich. Können wir jederzeit neu machen. So, was kriege ich dafür? So, insgesamt bekommst du 1130 Sternis dafür. Ja, okay, klingt gut. Gut. Oh. Meilen. Meilen, 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 Meilen. Ich liebe Meilen. Haha. Oh, 500. Oh, wir haben bald abbezahlt. Hallo, Tom Nook. Es geht. Ah, Melf, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt euer? Was soll ich tun? Ja, ja. Die ewige Frage. Übrigens, vielen Dank, dass du eine Ecke für Eugen gefunden hast. Aber du brauchst einen Rat, hm? Nun? Ich will dich nicht hetzen, aber... Da wären noch die Umzugsgebühren zu begleichen. Es ist nie verkehrt, etwas an ihrer Rückzahlung zu arbeiten. Meilen lassen sich mit Gärtnern verdienen. Ja, ja, Landschaftspflege verbessert die, das Erscheinungsbild unserer Insel und bringt sogar Meilen ein. Okay, dann. Pflanze ich Blumen. Yo. Das brauchen wir nochmal für die Gießkanne. Sei schnell. Wo ist sie? Ah, da. 5 Weichholz. Darum kümmern wir uns jetzt auch nochmal. So, 5 Weichholz. Auch Weichholz, kein Hartholz. Ja, verarschen kann ich mich alleine. Jetzt kriegen wir Hartholz, wo wir es nicht mehr brauchen. So ist das Leben. Was
Das brauchen wir. So, 2 haben wir, 5 brauchen wir. Schön, ne? So, noch 1 und dann ist alles gut. Ha, noch rechtzeitig gefangen. Oh, ein Sackträger. Jetzt habe ich dich eingesackt. Ha, Sack. Gut, dann. Wir haben alles. Oh, warte. Und zurück zu meiner Werkbank. Dann pflanzen wir mal so ein bisschen die Blumen und so und alles ist gut und wir sind glücklich und zufrieden. So, was soll ich herstellen? Das. Ja. So, du hast die Wackelgießkanne ist fertig. Weitermachen. Ja, machen wir mal so ein bisschen weiter hier. Und. Oh, komm, machen wir einen Steinhocker. Warum denn nicht? Der Steinhocker ist fertig. Genug fürs Erste. Oh, hier ist ein guter Platz für den Steinhocker auf jeden Fall. Ach, ja. Schön. Gut, ich würde mal sagen, pflanz mir die Blumen. So, machen wir das mal so ein bisschen auf diese Art. Ausrüsten, dann gießen wir auch mal so ein bisschen. Warte. So. Oh, da kommt ein Geschenk. Das können wir leider noch nicht öffnen, weil... Ja, keine Schleuder. Schade, da sind eigentlich immer ganz coole Sachen drin. Gut, dann hätten wir das auch gegossen. Und jetzt haben wir ja die Nuckmeilen. Da, gebärdet Teil. Ich hoffe, wir können bald abbezahlen. Marke Eigenbau, ja komm. Oh, noch 700. Gab es fürs Blumenpflanzen auch was? Nö, oder? Nö, schade. Ja gut, ich würde mal sagen, dann beenden wir auch schon langsam mal den Part. Ich setze mich jetzt hier zum Abschluss nochmal hin und gucke jetzt hier schön aufs Wasser. Und ich würde sagen, das war's dann von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.